Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ich hoffe, ihr seid jetzt wach. Wir fahren heute mal schön im winterlichen Setting mit unseren 520 PS starken Scania. Ja, wir müssen auf jeden Fall mal wieder ein bisschen Scania fahren, deswegen gehen wir rein und fahren einfach mal los. Ach, es ist einfach schön. So, jetzt mal die Frage an euch. Weihnachten gut überstanden? Oder jedenfalls den 24. Wurdet ihr richtig gut beschenkt? Naja, dann ist ja fein. Nur so kurze Info, heute wird nochmal 20.30 Uhr ein wenig LS gestreamt. Bis 22 Uhr, denn so lange kann ich da nicht. Muss man ein bisschen, hier erstmal übertreiben. Oh Gott. Ein bisschen aufpassen hier beim Fahren. Und würde mich freuen, wenn ihr wieder am Start seid. Wir haben ja den Hof beim LS ja komplett nochmal überarbeitet. Und ja, da ist definitiv noch einiges zu tun. Ein bisschen übertrieben haben wir, aber ja, was soll's. Gut, dann fahren wir doch einfach mal. Ach, guckt euch mal die Wolken da oben an. Uiuiuiui, der ist ja fein. Kommen wir jetzt hier raus? Verkehr hier. Komm ich ja gar nicht mehr weg, oder was? Naja, nach dem hier. Ach, fein. Es ist immer wieder schön, mit so einem LKW unterwegs zu sein. Der blaue Himmel, es wirkt einfach nur wunderschön. Da lässt sich natürlich das macht dann das Fahren irgendwie noch ein bisschen schöner. Muss ich jetzt einfach mal sagen. Bei so einem Wetter irgendwie so ein bisschen unnatürlich aus, oder? Aber schön. Als wären wir irgendwo in der Karibik. So. Ja, das Jahr neigt sich dem Ende. Und ich fahre immer noch Euro Truck Simulator. Wir kommen bald in die Region, dass wir bei 2000 Videos gemacht haben. Und stellt sich natürlich auch immer wieder so die Frage, machen wir so weiter? Was denkt ihr denn? Ihr könnt ja mal gerne jetzt hier in dem Video auch mal reinschreiben, was ihr euch so ein bisschen wünscht hier auf dem Kanal. Ich glaube, man kann sich ja immer irgendwo ein bisschen weiterentwickeln, aber ihr könnt ja schon mal ein paar grobe Einleitungen hier reinschreiben. Und dann können wir ja gerne darüber auch mal ein bisschen diskutieren, wo die Reise eventuell hingehen könnte. Und ihr seid ja nicht auf den Kopf gefallen. Ihr habt ja auch manchmal die gute Ideen. Und da möchte man ja vielleicht das ein oder andere vielleicht sogar umsetzen. Och, mal Baby. Hab irgendwas mit den Felgen da vorne falsch gemacht, ne? Sind ein bisschen angelaufen. Ist das halt so. Ach, komm Baby. Hier unterrutschen. So. Und da, wie gesagt, da möchte man ja vielleicht das ein oder andere so ein bisschen mitnehmen. Und klar, man muss sich ja auch irgendwo ein bisschen weiterentwickeln. Ja. Und die Weiterentwicklung bei mir ist definitiv, dass ich mehr Streams mache. So. Ja, ein bisschen übertrieben, ein bisschen mehr so auf Unterhaltung. Aber halt auch unterschiedliche Spiele. Weil nur Euro Truck Simulator. Ach, wisst ihr ja selber. Das wird dann doch irgendwann zu viel. Aber wir kriegen es, glaube ich, ganz gut hin. Ach, gucke mal, wie schön ist das. Aber in dem Wintermod ist halt immer das Problem, dass man nicht genau weiß, wo die Fahrbahn ist. Jetzt ist man eigentlich nur noch so ein Strichelchen, ne? Aber das ist, wie gesagt, wahrscheinlich nicht der Ansatz von SCS, das dann so umzusetzen. Daher wird es wahrscheinlich noch ein Weilchen dauern, bis SCS so reinmacht. Aber man sieht, es würde sogar funktionieren. So.
Mann, 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 Mann. Auch richtig neblig. Es scheint so, als würde es jetzt noch ein bisschen schlechter werden, das Wetter. Ganz toll. Fahren ohne Licht. Ja, ganz toll. Dachte, ich hatte Licht an. Okay. Oh, oh. Es scheint so, als werden wir gleich richtig schlechtes Wetter bekommen. Ja, das passen wir ja noch, ey. Oh, 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 oh. Ja, aber wie sich das ändert, ne? Also, wenn es dann noch anfängt zu schneien. Uiuiuiui. Ja, dann, Prost Mahlzeit. Insgesamt haben wir jetzt 215 Kilometer. Und ihr werdet morgen und übermorgen werden wir keine Livestreams machen. Da ist dann halt bewahrtes. Geht dann halt ein bisschen vor. Aber ich denke, das werdet ihr dann auch ein bisschen verstehen. Werdet trotzdem vielleicht einmal abends in der Nacht das eine oder andere Video machen für die kommende Woche. Weil am 31. ist definitiv auch nichts. Da machen wir schön Feier, Feier. Das sind Silvester angesagt. Und das möchte ich dann wirklich mal ein bisschen auf ganz entspannt genießen. Und ich sage euch, und da hört zu. Und daran müsst ihr auch ein bisschen festhalten und denken, 2022, das wird ein gutes Jahr. Ich gehe davon aus, es wird gut. Und dann nochmal danke an alle, die mir frohe Weihnachten oder so gewünscht haben. Ich wollte natürlich jetzt nicht auf jeden Einzelnen so eingehen. Es war dann doch ein bisschen zu viel. Gerade bei den ganzen unterschiedlichen Profilen, wo man dann unterwegs ist. Ob es nur auf YouTube ist, auf Twitter, Instagram oder selbst auf Facebook. Das ist dann, ja, da kommt man dann, verliert man den Überblick. Aber da nochmal danke, danke, danke. Und ich gebe euch ein Däumchen dafür. Weil das ist nicht selbstverständlich. Bin, wie gesagt, stets bemüht, da immer das alles einzugehen. Aber es funktioniert nicht immer. Ne? Der Tag müsste definitiv ein bisschen mehr Stunden haben. Können wir da nicht irgendwas drehen? Option hier hauptberuflich YouTube machen, das ist in so einem Blödsinn, denke ich gar nicht. Also da gibt es bei mir schon so eine gewisse Abwehrhaltung, weil dieses Geschäft ist einfach zu unbeständig und ich bin jemand, der Beständigkeit mag. Ach du Jemine, wo sind wir denn hier gelandet? Ach, hinter mir ist ja immer noch die Polizei. Ui. Da haben wir ja auch wirklich. Haben wir ja auch wirklich eine richtige Strecke ausgesucht hier wieder, ne? Uiuiuiui. Aber ich merke jetzt noch nichts. Ich habe hier diesen. 16 km zu schnell. Diesen Heavy-Dings drin, aber irgendwie merke ich da nicht so richtig. Wahrscheinlich nur, wenn es schneit, ne? So, wenn es trocken ist, merkt man da nicht viel. Da haben wir ja Glück, dass es nicht schneit. Sieht auch hinten Polizei, erkennst du kaum. Also, wie es aussieht, wird das Wetter wieder ein bisschen besser, aber ey. Herrlich. Ach, guck mal an. Hier hat SCS einen neuen Punkt reingebaut. Ne? Dann würde ich mal sagen, fahren wir da einfach mal da ran und gucken uns diesen Aussichtspunkt mal an. Wenn der hier schon ist. Oder kommen wir da gar nicht ran? Mal schauen, kommen wir an den Aussichtspunkt?
kommen wir gar nicht ran. Aber manche Sachen sind hier noch ein bisschen grün. Nee. Oh, hier kommen wir ran. Und das jetzt im Winter. Oh ja. Yeah. Das kann man doch durchaus mal ausprobieren. Der Wintermod ist jetzt dafür eigentlich nicht geeignet, solche Sachen abfahren zu können. Aber bis jetzt sieht es auch sehr angenehm aus. Aha, gar nicht gesehen. Ja, das sind manchmal so eine kleinen Details, ne? Gut, so richtig in die Landschaft kann man nicht gucken, weil alles so ein bisschen, grau ist. Und blendet der mal ein, dass ich die Filmszene überspringen will. Ja, hier sieht man jetzt ganz deutlich, dass das Gras, ne, dass da noch so ein bisschen grün durchkommt. Ah. Oh, schön. Hier können wir noch gleich ins Restaurant gehen. Ohne irgendwelche Regeln. Einfach reingehen und was richtig Schönes essen. Und hier, naja, wir heizen mit Pellets. Das ist auf jeden Fall, glaube ich, das Richtige, was ich heute nehmen konnte. So. Oh, danke, mein Freund, dass du gewartet hast. Und, ihr habt es mitgekriegt, ich fahre hier richtig mit Spiegeln. Ja. Nicht so wie sonst, dass ich hier meine Mirrorcams ranmache. Nein, ich habe mich dieses Mal für richtige Spiegel entschieden. Weil ich ja manchmal auch die Leute habe, die... Weil ich mir das blende, ne? Weil ich ja Leute auch habe, die gerne, dass ich wieder mit dem normalen Spiegel unterwegs bin. Weil es wird irgendwann mal die Zeit kommen, dann werden wir nur noch mit Mirrorcams und dann... Nutzen wir natürlich für die nächsten 2000 Videos. Mal sehen. Insgesamt habe ich ja noch viel mehr hier auf dem Kanal oben, ne? An Videos. Doch, ja, müsste durchaus ein bisschen mehr sein. Könnt ihr mal gucken, wie viel habe ich in der Playlist jetzt beim Eurotruck Simulator 2 drin? Playlist ist natürlich limitiert, also du kannst dann irgendwann mal nicht mehr reinmachen. 122 Meter, über 5000 Videos. Und dann ist da Feierabend. Einfach mal 70, das geht. Ach, guck an. Und jetzt wird wieder das Wetter besser. Jetzt müssen wir mal schauen. Wir sollen in 2 Stunden da sein. Dienstag um 12 Uhr. Okay. Ja, passt ja. Mal ein bisschen aufpassen hier. Aber wirklich wie so auf rohen Eiern, weil ich so ein wenig Schiss habe. Boah, sieht das fein hier aus. Hammer. Mach bloß Season rein, SCS. Das wäre so nice. Ich habe irgendwie jetzt gesehen, jetzt mal was anderes, dass ich habe mich aber noch nicht so richtig auseinandergesetzt zu dem Zeitpunkt, wo ich jetzt dieses Video aufnehme, dass Truckers MP irgendwie Busse ins Spiel bringen will. Und die waren auch so ein bisschen animiert. Das sah sehr, sehr hübsch aus und könnte durchaus für den Multiplayer ja wieder so ein Aufschwung geben, ja. Also ich denke mal, naja, am 31. werden wir es nicht machen, aber vielleicht werden wir uns die nächsten Wochen dann auch mal wieder auf Truckers MP umtreiben. Ist ja jetzt natürlich bis Weihnachten, so jetzt auf dem Freitag, oder ja, Silvester auch auf dem Freitag fällt. Da fällt es ja weg.
Aber wir werden definitiv auch mal wieder auf Truck SMP unterwegs sein, dass auch jeder ohne Anmeldung teilnehmen kann. Das ist ja auch so eine Sache. Jeder hat irgendwie Lust, irgendwie sich ja, anzumelden und dann mit den Mods und ach, alles schwierig, alles tricky. Deswegen werden wir auch Truck SMP spätestens nächstes Jahr. Das werden wir machen. Nächstes Jahr waren wir aber ein bisschen Truck SMP. Also wenn man in den Bussen dann drin wäre, ja, warum nicht? Die müssen ja irgendwas bringen. Die müssen auch irgendwas anders bringen, dass welche mit dem Bus fahren, welche mit dem Dings hier, wie heißt das nochmal? Mit dem LKW, dass da ein bisschen Abwechslung am Start ist. Sieht natürlich komisch aus, wenn dann alle mit dem Bus rumdümpeln, ne? Schon ein bisschen authentischer, wenn die mit dem LKW fahren. Das ist ja dumm gelaufen. Das passt mir ja überhaupt nicht jetzt. Mann. Also Maximus, wieder komplett verhauen. Ui, habt ihr aber nicht gesehen. LKW ganz schön kaputt, wa? Ich konnte gar nicht richtig reagieren, ich habe es in meinem Kopf gar nicht richtig verarbeitet. Naja, gut, ich werde doch älter, ne? Ich wollte schön von außen angucken. Naja. Ach Mann. Da war ich wieder mit meinen Gedanken ganz woanders. Hui. Naja, die letzten Kilometer schaffen wir das schon. Das war eine Reparierung. Klar, dass ich nirgendwo Plus mache, wenn ich nur Sport mache hier, ne? Also! Es kann doch nicht sein, dass immer irgendwo eine Polizei bei mir ist. Hilfe. Mann. Oh, jetzt mal gucken. Das Motor schon wieder aus, ey. Das wird mir auch nichts erspart, ey. Vielleicht bleiben wir lieber nur drinnen hier. Wir müssen ja, glaube ich, hier sowieso abgeben. Ah, da vorne ist schon das Ziel. Puh. Mann. Wird sich das im Jahr 2022 diesbezüglich was ändern, meiner Fahrweise? Was denkt ihr denn? Problem ist, ich glotze immer gerne und bin fasziniert von Sachen, wenn andere das so schön umsetzen können. Also jetzt überhaupt hier den Bereich und dann noch in Verbindung mit einem Wintermod, da lasse ich mich da immer gerne so ein bisschen triggern und bin mit meinen Gedanken halt, ja, halt woanders, ne? So. Langsamer fahren bei Polizei, ne? Das ist keine Polizei. Der Auflieger ist auch echt wirklich ein schönes Gerät. Ein
extra dafür entschieden, mal so eine mit 4 Achsen zu nehmen. Seit ich glaube, dass irgendwann habe ich das hier in Deutschland gesehen? Ja, doch. Ach, ist das sinnlos. Das ist einfach sinnlos. Ich sollte aufhören mit Eurotrack-Simulator spielen. Einfach aufhören. So, noch ein bisschen grün. Ausgegangen, ne? Jetzt wieder irgendwie einen Mod benutzt. Also wenn ich es schaffe, werde ich zu Sonntag dann nochmal meine Mods vormachen, dass wir das Thema dann ja 2021 auch abgeschlossen haben. Und dann werden wir 2022 bei jeglichen neuen Versionen immer mal 2-3 Wochen später meine Mods vormachen. Vielleicht auch mal eine Beta-Version, weil ist ja auch immer wichtig, zu schauen, welche Mods dann momentan dann funktionieren für den ja, Multiplayer, ne? Guck mal, hier ist ja der S-Way drin. Habt ihr es gesehen als KI-Fahrzeug? Den S-Way? Aha, das habe ich noch gar nicht gesehen. Wie gesagt, das sind jetzt von Jazzycat die Mods, also die KI-Fahrzeuge-Mods. Das fand ich jetzt ganz interessant. Wie sieht denn das überhaupt aus? Der MAN und der S-Way, der wurde doch mal als kostenpflichtiges Gerät angeboten. Sind die immer noch zum Kaufen? Und wenn ja, wie teuer? Das würde mich mal interessieren. Hat mir jetzt gar nichts. Gut, ich krieg mit dem Paymods, ich krieg ja sowieso da nicht mehr mit. Ich habe mich ja da komplett so ein bisschen zurückgezogen. Aber das würde mich interessieren, weil wenn der MAN rauskommt, dann hat der Typ, der das ja dann angeboten hat, naja, auf jeden Fall eine Einnahmemöglichkeit weniger, ne? So. Oh, fahr doch nicht jetzt hier so. Lass mal den alten hier rum. Ach, schön, dass die Fahrzeuge dann auch hier so ein bisschen Schnee auf den Reifen haben, ne? Und die LKWs. Finde ich gut. Nicht alle? Es kommt wahrscheinlich immer auf den Trailer-Typ an und auf die Reifen. Aber ein Teil von den Autos haben Schnee dran. Ja, dass sie nicht Schnee auf dem Auto haben, das ist natürlich klar. Runtergeht. Das passt ja jetzt. Wenn jetzt die Schranke runtergeht. Gut, dann wäre ich schuld gewesen, weil ich hätte ja drauf aufpassen müssen, ne? Boah, nee, auf der Kreuzung. Nein. Wird immer krasser. Ja, wir werden dann Schnellabgaben machen. Das machen wir. Eigentlich. Oder habe ich den Physikmod nicht aktiviert? Eigentlich schon. Aber ich merke hier nichts davon, dass du jetzt. Oder ist das wirklich nur, wenn es regnet?
Oder schneit, meine ich. Das war alles mit Absicht. Also. Boah, das ist eine männliche Hupe. So, jetzt Abgabe. Abgabe. Also, war ja wieder Lob und Anerkennung, hat ja wieder alles geklappt heute. Wenn ihr da noch was habt, dann schreibt es bitte mal in die Kommentare rein. Da waren ja ein paar Fragen gewesen, was wir vielleicht denn zum Jahresabschluss, dass ich da eine Tour mache, wo wir denn langfahren von Spanien nach so ein, vielleicht eine Premiere, ein Stündchen, dass ihr den Abend dann kommt oder einen späten Nachmittag, ihr euch das dann angucken könnt. Und vielleicht so ein bisschen mit philosophieren möchtet, wie wir das alles gestalten können. Aber ich bin jetzt erstmal raus. Ich wünsche allen noch einen schönen 25. Sehen uns dann heute Abend nochmal, wenn wir unseren Hof noch ein bisschen ausbauen. Aber jetzt bin ich erstmal raus. Ich wünsche euch was. Ich sage haut rein, macht's gut. Bye, bye.